Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich gerne weitermachen mit dem Thema, wie man eine allgemeine Exponentialfunktion ableitet. Ich habe dazu ja schon die Variante 1 veröffentlicht, falls du die übrigens nicht gesehen hast. Schau super gerne in die Infobox oder hier auf diesem i, dort verlinke ich dir dieses Video nochmal. Doch heute soll es darum gehen, wie man das Ganze dann ableitet, wenn man das Ganze vorher in eine e-Funktion umwandelt. Das heißt, wir haben sowas wie 2 mal 3 hoch x gegeben. Diesen Ausdruck, den wandeln wir in eine e-Funktion um. Mit einer bestimmten Regel, die werde ich hier natürlich erklären. Und danach, dieses Umgewandelte werden wir danach mit Hilfe der Kettenregel ableiten. Wenn dich das Ganze interessiert, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. So, für dieses Video brauchen wir eigentlich genau genommen 2 Regeln. Die erste Regel, die sagt uns, wie wir so etwas wie 2 hoch x oder sowas wie 2 mal 3 hoch x in eine e-Funktion umwandeln. Das ist diese Regel hier. Und danach, wie wir das Ganze natürlich ableiten. So, wir fangen also bei so einem Ausdruck wie 2 mal oder wie Zahl mal Zahl hoch x an. Wenn wir das Ganze in eine e-Funktion umwandeln möchten, damit wir es danach ableiten können, dann brauchen wir diese Regel, die du hier siehst. Wir übernehmen die Zahl, die da formal genommen wird, schreiben dann hin mal e hoch ln, also der natürliche Logarithmus von deiner Basis mal x. Und wenn wir das dann haben, können wir diesen Ausdruck mit Hilfe der Kettenregel ableiten. Du kennst ja sicherlich den Trick bei der e-Funktion. Leite die Potenz ab, also diese Hochzahl ab, multipliziere das Ganze, also rechne das Ganze da formal und dann hast du eigentlich schon fast deine Ableitung. Also wenn wir das ableiten wollten, übernehmen wir die Zahl davor, leiten das obere ab, Zahl mal x, ln von a ist ja nichts anderes als eine Zahl, denn a ist eine Zahl, dementsprechend ist der natürliche Logarithmus von einer Zahl auch eine Zahl. Also mal ln von einer Zahl mal die e-Funktion genauso, wie sie da stand. Das Ganze sieht noch ein bisschen sehr skurril aus. Dementsprechend habe ich dazu ein paar Beispiele vorbereitet, die ich jetzt gerne mit dir besprechen möchte. Ich werde das übrigens auch in die Playlist reinpacken, allgemeine Exponentialfunktion ableiten. Dort wirst du dann auch alle kommenden Videos sozusagen ja wiederfinden. Und hierzu, warum das Ganze so ist und warum das Ganze so ist, also warum diese Regel funktioniert, wird es noch 2, 3 Erklärungsvideos am Ende geben in dieser Playlist. Wir starten jetzt mit dem Beispiel, f von x ist gleich 2 hoch x und unsere erste Aufgabe ist, dass wir das Ganze in eine e-Funktion umwandeln. Das sieht, wie gesagt, nach der Regel etwas kompliziert aus, doch eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Du schreibst hier hin e und dann gehen wir schon in die Potenz. Wenn davor keine Zahl ist, weil das c entfällt hier, dann kannst du dir vorstellen, geht die Regel genau so. Ln von deiner Basis, also von dieser Zahl, die unterhalb dieses x steht, also ln von 2 mal x. Das ist auch schon der ganze Zauber. Jetzt haben wir diese Funktion in diese Funktion umgewandelt. Warum das gleich ist, wie gesagt, dazu wird es noch ein Video geben. Und jetzt müssen wir diesen Ausdruck ableiten. Dort haben wir keine Zahl davor, das heißt auch dieses c entfällt. Und wie du siehst, wenn wir jetzt diesen Aufbau haben, muss ich jetzt eigentlich nur dieses ln davor mal nehmen und dann die e-Funktion genauso abschreiben. Also in diesem konkreten Beispiel ln von 2 mal e. Wie du siehst, habe ich das oben abgeleitet. Zahl mal x ist abgeleitet Zahl und das multiplizieren wir davor. Und jetzt genau die e-Funktion, wie sie da steht. Also e hoch ln von 2 mal x. Und das ist auch schon die Ableitung davon. Zweites Beispiel, damit es noch ein bisschen konkreter wird. 7 hoch x. Wir wandeln erst um, wir schreiben uns also hin e hoch. Und jetzt brauchen wir den ln von unserer Basis, also ln von 7. Und das Ganze mal x. Umgewandelt haben wir jetzt schon und jetzt wieder ableiten. Die Ableitung der Potenz, also dieser Hochzahl bzw. dieses Hochdingen, müssen wir da formal nehmen. Wenn wir ln von 7 mal x ableiten, kommt ln von 7 raus. Denn Zahl mal x ist abgeleitet nur noch die Zahl, also ln von 7 mal. Und jetzt genau die e-Funktion abschreiben, so wie sie da steht. E hoch ln von 7 mal x. Jetzt habe ich mir natürlich noch 2 Beispiele geschnappt, wo noch eine Zahl davor ist. Und du wirst gleich feststellen, diese Zahl davor, die übernimmst du eigentlich von Schritt zu Schritt einfach weiterhin. Das heißt, ich sehe jetzt hier 2 mal 3 hoch x, ich sehe eine Zahl davor mal, übernehme sie 2 mal und auf die 3 hoch x wende ich jetzt wieder meine Umformungsregel an. Ich bin also bei e hoch ln von 3, denn meine Basis war 3 mal x. Wenn wir das ableiten, übernehmen wir wieder die 2 mal. Leiten die aktuelle Potenz ab. Ln von 3 mal x ist abgeleitet ln von 3. So. Und dann mal komplett die e-Funktion, so wie sie da steht. Also e hoch ln von 3 mal x.
Viertes Beispiel und das letzte, minus 3 mal 4 hoch x. Was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist, auch wenn die Zahl davor negativ ist, gehst du exakt genauso vor. Wir übernehmen also diese minus 3 mal, schreiben hin e hoch, ja, meine Basis ist 4, also ln von 4 mal x. Umwandlung ist damit abgeschlossen. Jetzt können wir schon ableiten. Wir übernehmen wieder diese Zahl davor mal, also minus 3 mal, leiten das obere ab, wie immer, also dann jetzt ln von 4. Und jetzt mal die e-Funktion, so wie sie da steht, e hoch ln von 4 mal x. So, das war auch schon die zweite Variante. Wie gesagt, die erste Variante findest du hier nochmal überall verlinkt, wenn du in der Infobox guckst oder hier auf diesem i. In einem der kommenden Videos werde ich auf jeden Fall mit dir nochmal ganz kurz darüber reden, wie man etwas Schwereres ableitet, also wenn es in einer Exponentialfunktion ist, sowas wie 2 hoch, nicht mehr hoch x, sondern 2 hoch 5x plus 4. Wenn dich das ganz interessiert und das auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, würde ich sagen, abonnierst du schon mal diesen Kanal, klickst einmal auf dieses Glöckchen, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn dieses besagte Video erscheinen wird. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer noch viel Erfolg beim Lernen.